So, aktualisieren wir, damit wir da keine Lücken haben. So, und es geht los, die ersten Goldbarren kommen. Yay! Ich frage mich gerade, ob die KI das Land nicht überquert oder ob die sagen, auf Hive-Druck ist halt nur verseuchter Boden, wir können ja nichts bauen, aber überqueren können wir es ja trotzdem. Ich würde direkt schon mal ein weiteres Wohnhaus hier hin planen. Damit wir schön die Sägewerke leer kriegen. Und wir brauchen es früher oder später ja sowieso. So, und wer ein Goldbarren landet hier, erstmal bitte die Baustellen bedienen. So, ich brauche auf jeden Fall mindestens noch eine Sense. Komm, machen wir zwei und ich mache nochmal Getreidefarmen, dass wir auch wirklich genug Getreide für alle haben. Ja, die Sense kommt. Da war die Baustelle jetzt überraschend schnell. Ich glaube, die Waffenschmiede ist schon vollgelaufen, ne? Ja. Da müssen wir mal mit einem Lager entgegenwirken. Jetzt haben die Lümmel hier schon Goldbarren hingebracht. Was stimmt denn nicht mit euch? Ich habe gesagt, die Baustellen zuerst. Kriege ich die irgendwie wieder raus? Nee. Ich ging nur so, dass keine neuen mehr reinkommen. Hm, super. Krieg ich hier oben schon Bergwerke hin? Ja, komm, ey, ganz ehrlich. Dann macht mal hier die letzten Meter fertig, dass wir ans Gold kommen. Ach, guck an, jetzt haben sie die Goldbarren wieder rausgenommen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Warum rennt ihr jetzt hier komplett außen rum, obwohl ihr einfach nur gerade nach unten rennen müsst? What Wegfindung doing? Warum müssen die so Klammer von hier nach unten gehen? Also mit so einem Bogen nach außen, ist doch Quatsch. Ihr dürft ruhig ins Gelände, Leute. Das ist unser Grundstück, da dürft ihr drauf laufen, das ist nicht der Feind. Ja, guck, einer traut sich einen halben Meter. Was ein Quatsch. Ja, aber gut, es ist so, wie es ist. So, ich glaube, Gold haben wir jetzt keins mehr. Nein, das heißt, wir haben alle 12 Barren produziert. Und sie sind jetzt alle unterwegs zu den letzten Baustellen. Da wird schon geklöppelt. Ach, ich brauche ja noch einen Metzger. Und keiner sagt mir was.
So, ihr dürft dann jetzt auch wieder. Du hast da alles weggehauen. Das ist fantastisch. So, vier sind noch im Bau. Ach, jetzt mangelt es wieder an Bauarbeitern. Wie viel habe ich jetzt eigentlich aktuell? 8. Ich glaube, ich gönne uns mal 5 Hämmer, 5 Schaufeln und dann erhöhen wir mal die Anzahl der Planierer und Bauarbeiter, weil die Expansion geht mir da nicht schnell genug an der Stelle. Gut, wir hatten jetzt auch ziemlich viele Baustellen, ne? Allein 12 nur für diese Deko-Sachen. Plus dann den Rest, den wir noch aufgebaut haben. Ach guck, jetzt seid ihr natürlich zu spät. Toll gemacht! Gut, dass ihr diesen Bogen aus der Ruhe gegangen seid. Das war richtig sinnvoll, nicht? Dann expandiert einfach mal hier. Meanwhile. Einmal Gold. Zweimal Gold. So, 3 sind noch nicht fertiggestellt. Da sind die 3. Ich bin gespannt, ob wir richtig positioniert haben. Ich denke mal, ja, so viele Blumen wie hier im Wasser sind und die glitzernden Felsen. Ich glaube schon, dass, solange wir da in der Nähe des Gewässers sind, dass das passt. So, schnappt euch Werkzeuge und ran an die Arbeit. So, alle 3 werden weitergebaut, sehr schön. Gucken, ob das Wunder wirkt. Oder ob wir es versemmelt haben. Es ist... Boah, Eisen und Gold. Ach, geil. Warte mal. Wie viel Gold haben wir jetzt bekommen? 46, ja. Heidewitzka. Und ich denke mal, den etwa die gleiche Menge an Eisen. Ja, hat sich doch gelohnt. Ich glaube, da ist es auch unkritisch, dass wir es etwas später gemacht haben. Dann können wir schon mal anfangen mit dem Ausbilden. Dann müssen wir noch nicht mal auf das Lager warten, damit die Waffenschmiede wieder heiß laufen kann. So, Lager ist fertig. Dann trotzdem her mit den Waffen. Und ich habe schon wieder das latente Gefühl, dass ich zu wenige Siedler habe. Deswegen, ah, stopp, Moment. Da wollte ich das mit dem Weingut versuchen. Das sieht mir nämlich zumindest ein bisschen wie ein Hügel aus. Und den hier, den lasse ich stehen. Oh, apropos, ich sollte vielleicht mal einen kleinen Tempel bauen, wo das entsprechend alles reingegossen werden kann. Und einen großen Tempel sollte ich mir auch gönnen. Oh, einfach mal dahin. Hauptmann schon da? Ne, Hauptmann noch nicht da. Ah, nein, ich wollte es genau andersrum. 60, 40. Danke, liebe Wassernymphe. Das war sehr nett von dir. So. Als Sammelpunkt machen wir mal hier unser Türmchen.
Was kostet der Hauptmann? Schwert? Rüstung? Ach, 3 Goldbarren braucht er. Stimmt, deswegen. Wird hier so lange gezögert. Zu wenig Goldbarren. Ja, und hier nehmen sich dann natürlich immer direkt die Sanitäter. Spitzhacke fehlt. Na toll, und ihr habt ja jetzt 2 am Start. So, bevor ich es später verchecke, mache ich jetzt hier mal unsere Steinmine hin. So, komm, jetzt darf aber der Hauptmann mal kommen, ne? Collision. Ja, ich bin doch schon dabei. So, und da wir jetzt alles andere haben, fangen wir schon mal mit unserer Ausbildungsoffensive an. Ach, guck, da haben wir auch schon alle Ressourcen. Wunderbar. Ja, ich weiß es doch, Mensch. Bin doch schon dabei. Ich glaube, hier mache ich auch nochmal einen Holzfäller hin, damit wir hier die Fläche ein bisschen von lästigen Bäumen befreien. Ich werde aber schon mal eine zweite Goldschmelze bauen. Kommt auch hier hin. Da kann die nämlich im Zweifel auch von oben mit Kohle beliefert werden, weil hier unten... Ah, warte mal, hier unten hätten wir doch auch die Möglichkeit, nach Kohle zu schürfen. Das sollten wir uns auch nicht entgehen lassen, wobei ich denke, der Kohlestrom wird von oben kommen. Dann trifft man sich in der Mitte und natürlich dann in der Nähe der Kaserne. Soweit mein Denkansatz. Okay, Brot haben wir ohne Ende. Finde ich gut. Wir sollten aber schon mal weitere Schaufeln produzieren, damit wir uns hier gleich mal um das verderbte Land kümmern können. Das wird ja auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Brauchen wir ja schon mal so ein paar Gärtner, ne? Ja, doch, ein paar nette Trüppchen habe ich da schon zusammen. Finde ich gut. Aber wisst ihr, was ich glaube, ich möchte? Ich möchte noch eine Eisenschmelze und noch eine Waffenschmiede, weil das mit der Waffenproduktion geht mir nicht schnell genug. Und wenn ich auch 2... Goldproduzenten habe, dann habe ich irgendwann, wenn ich Pech habe, einen Goldrückstau. Ich gehe jetzt mal nicht unbedingt davon, nicht zwangsläufig davon aus, aber möglich ist es. So, und wir machen hier unten natürlich jetzt nochmal irgendwo, wo es passt. Da sieht es doch gut aus. Einen Fischer hin.
So, direkt mal auf 10 hochgesetzt. Aktuell scheitert es natürlich, wie zu erwarten war, am Gold. Aber da kommt jetzt so langsam das erste Golderz an. Das finde ich sehr fein. Guck mal, wir könnten dich ja mal hier unten hinschicken, weil falls hier keine Fische sein sollten, zaubern wir da einfach welche hin. Magic. Na, Moment, hatte ich nicht noch eine Axt auf Tasche? Ach nee, ich hab, ich würde nicht gerade, ob ich ihn hier einfach einreißen will. Ja, komm, wir reißen ihn ein. Haben wir nicht nur eine Axt, sondern sogar eine Axt mit einem Menschen dran. Nennt sich Holzfäller. So, ihr Lieben, aber an der Stelle machen wir erst einmal einen Cut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.